Lampukistan Gaming ist hier. Neue Folge Elden Ring. Ich habe mich hier direkt an den Ort der Gnade gesetzt, um Lebenspunkte und unsere Tränke wieder aufzufüllen. Hier sind diese Typen. Wenn wir denen nichts machen, dann machen die uns auch nichts. Und jetzt geht's weiter Richtung dem Baum. Baum des Lebens. We will see, was uns da oben erwartet. Der nächste Boss musste ja dran glauben. Und ich würde auch mal sagen, wenn wir diese Ecke hier erforscht haben, dann führt uns so langsam aber Sigi unser Weg mal Richtung dem dicken Schloss. Na? Oh, wer ist er denn? Dicke Lanze, ey. Können wir sein? Ja, okay. Er hat eine dicke Lanze am Start. Ich glaube auch, dass an diesen Bäumen hat meiner Meinung nach auch immer ein Boss gewartet. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen checky-checky machen. Wir machen erstmal das Ding raus. Das war eigentlich ganz geil, ne? Grabpfeilchen braucht man, das Friedhof oder in den Katakomben und die Menschenknochensplitter. Das ist sehr gut zu wissen. Also, weiter geht's. Hier können wir die Leute rufen. Fantastisch. Das müsste der Boss sein. Wir rufen die Kollegen gleich mal hier zu Hilfe. So, Zweihand, wie immer. So, das ist er. Niederer Erdenbaum, wer bist du? Avatar des Erdenbaums. Uiuiuiuiui. Gucken wir mal, was er kann. Ja, oh. Hier müssen wir wahrscheinlich gut ausweichen. Ich versuche ihn ein bisschen abzulenken, dass er die Skelette nicht gleich totschlägt. Ui, ein Schwinger und ein Schlag. Und noch ein Schwinger. Und jetzt hauen wir zu. Jetzt wurde abgelenkt. Können wir mal hier reinballern. Treffen wir ihn? Er ist gut abgelenkt, ne? Oh, fuck. Ui, 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 ui. Heili heil. Beide leben noch. Ablenken. Jawohl. Ah, Dampfer hier. Schlag doch. Junge, was ist los mit dir? Manchmal... Manchmal unterbricht es. Oh, jetzt wird er aber hier. Oh shit, was. Alter, was ist. Ah, was ist das denn? Okay, okay, er geht auf die Skelette. Okay. Jetzt geht er auf uns. Huh, wir haben ihn gestunt. Zack, hier vorne, direkt ins Zentrum. Jawohl. Das gibt uns. So, jetzt haben wir ihn doch. Finishing Move. First Try, Leute. First Try. Mhm. First Try. Nix. Keine Beute. Doch, guck mal. Opalen Blasenträne. Opalene. Purpurrote Bruchkristallträne. Uns fehlt das Ding zum Mischen. Dieses Reagenzglas-Dings. Haben wir das schon? Nicht, ne? Wo kriegt man das nochmal her? Shit. Guck mal, das können wir hier drin mischen. Müssen wir das bei so einem Händler-Joda kaufen? Todeswurzel. Fähig zur Objektherstellung. Hier sehen wir auch nochmal die ganzen Handbücher. Ja, Leute, first try, easy. Easy as it's going. Wir wollten, also, eigentlich wollten wir hier noch ein bisschen erforschen. Machen wir auch, ne? Nach Osten. Welche Richtung? Da wollen wir lang. Eastwards. Ne, nach Westen natürlich. Erstmal in den Süden. Erstmal da runter. Jetzt erstmal ruhig. Hier sind noch ein paar von seinen Kollegen. 7000 Runen haben wir. So.
Okay. In diese... Wer singt hier? Was ist das? Diese Richtung, oder? Oh, das ist ein Händler. Nee, doch nicht. Ah, schade. Schon wieder. Aber guck mal, da ist wieder einer von diesen Mistkäfern. Die drängen wir mal direkt. Dann machen wir unseren Stuff auf. Da singt irgendjemand oder irgendwas. Was geht hier ab? So, es ist Nacht. Fledermäuse sind da. Ja, diesen One-Hit, okay. Hallo. Oh. Hat er uns gesehen? Ja, komm mal ran hier. Komm. Ja, komm mal hier. So. Du? Du hast so leuchtende Augen. Da unten. Da unten ist was. Abfahrt. Da geht's hin. Ja, das war knapp. Oh! Ach mal, Fledermaus, Boy. Dirp. Ey, Leute. Komm schon. Was macht Fledermäusen Angst? Feuer? Zwei können wir mal kurz herstellen. Wir werden da mal, wir ballern da mal kurz welche rein. Oh, sechs haben wir noch, okay. Hätten noch welche gehabt sogar, aber ist egal. Wir drücken mal das hier. Ja, ja, ja. Oh, jawohl. Mit Gift auch noch, oder was? Oh, ja, mit Gift. Sofort aufgehört zu singen. Kriegen wir das? Ja, easy. Oh, goldene Rune Stufe 6. Scheibe Fleisch, das Stufe 6 ist richtig mächtig. Es gibt einen Haufen Kohle. Okay, ja. Scheint aber auch irgendwie so ein Einmalgegner zu sein, schätzungsweise. Sonst wäre das hier ein richtig krasser Farmspot. Okay. So, es geht weiter gehen Westen. Im Westen nichts Neues. Guck mal, da sind noch mehr von diesen... Ja, komm, die haben uns doch schon wieder gesehen, oder? Ja, lass mal das mal aufs Schild prallen. Tod. Ihm ereilt das gleiche Schicksal. Manche brauchen zwei Schläge. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, wo sind wir jetzt auf der Map? Wir sind jetzt hier. Das Weiße ist dieser... Oh, was ist das denn? Alter! Direkt einen Schluck vom Kaffee nehmen. So, was bist du denn? Was ist hier unten? Hier? Da wollen wir auf jeden Fall noch hin. Leute, wir schaffen es niemals in das Schloss, das sich... pass mal auf. Wo befindet sich das? Da oben, oder? Ah ja, aber ganz, ganz, ganz da oben. Stormveil. Sturm. Sturmschleier. Na? Jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Hier oben ist auch noch etwas. Garantiert. Ja, Refugium. Refugiumstein. So, jetzt müssen wir da irgendwie runterkommen. Wie machen wir. Oh. Kommen wir da runter. Also hier einmal lang, oder? Beziehungsweise reiten wir den Klippen entlang.
hier würde es jetzt auch seitlich runtergehen. Ja, hier sind wir wieder an dem Baum. Ja, genau. Okay, da waren wir ja gerade. Pass mal auf, was ist hier noch? Oh, was ist das denn? Was ist denn Ekelhaftes? Okay, was ist das Widerliches? Kommen wir, gucken wir noch hier in die Ecke. Ja. Oh, da müssen wir hin. Bonfire. Da laufen auch überall so Typen rum. Okay, wir müssen da runter. Leute. Nehmen wir diese Minions mal mit. Wir haben auf jeden Fall einen Level-Up-Safe in der Tasche. Ah, shit, wir kommen hier nicht weiter. Ja, fuck. Da müssen wir hier hin. So. Okay, und von dort aus müssen wir aber eigentlich auch wieder da runter, oder? Guck mal, der ist doch da unten, der dicke Kollege, da hinten. Ja, da hinten kommen wir runter. Okay, Abfahrt. Abfahrt nach unten. So. Okay, wir halten uns jetzt... Ja, ich wollte es looten, es ging nicht. Schafherde, wir halten uns jetzt gar nicht so lang hier auf. Wir machen uns direkt erstmal auf den Weg. Guck mal hier, ein bisschen looten. Ja, komm. Ludi McLutenstein ist auf jeden Fall da. Da unten war irgendwo das Bonfire. Ich glaube auf der Seite hier links. Es war ja sehr... sehr prominent hervorgehoben, dass man es schön von oben sieht. Da gehen wir als erstes hin, holen uns ein Level ab. So, runtergesprungen, ganz elegant und ran an die Gnade. Okay, Stufenaufstieg. So, das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen eigentlich Geist für die Fokuspunkte. Wenn wir immer 3 kriegen, brauchen wir auf jeden Fall noch 5 Level up mit 15. Nee, wir brauchen 20 Punkte, also 7 mal 3, 21. 7 Level hoch, also auf, sagen wir mal, roundabout 20. Kondition müssen wir allerdings auch noch ballern, weil das macht unsere Max-Ausrüstungsgewicht nach oben. Nicht nur Ausdauer, sondern auch diese maximale Ausrüstungsgewicht, dass wir nicht in die Fat Roll fallen. Aber wir gleichen das jetzt erstmal hier auf Stärke an. Da machen wir ein bisschen Schaden mehr, so ein Müh. Denn unsere Waffe skaliert ebenfalls mit D auf Stärke. So, was sind diese weißen Typen und wer ist diese Riesenglocke? Oh, das sind Kopf... Das sind so fucking kopflose Soldaten. Jesus. Können wir die irgendwie laufen oder so? Guck mal, hier oben lang. Schön, feige. Ja. Oh. Schädel. Ja. So, wir looten im Unverstand die Sonnenblumen. Aerobafrucht. Haben wir irgendwann 999? Leute, wann ist es soweit? Okay. Jetzt gucken wir mal, ob der Typ hier... Oh, Alter, wie laut ist das? Scheiße, okay. Wir müssen ihm das hier kaputt hacken. Damit zwingen wir ihn in die Knie. Okay. Wird aber auch irgendwann wütend. Oh! Halt mal hier! Lege! Brauchen keine Ausdauer, das ist echt cool. So. Wir haben fast den ganzen Fuß. Oh! Das Taumeln gebracht. So, der erste ist down. Der erste Fuß. Das ist natürlich jetzt die Frage, welchen... Boah, jetzt wird er schon wütender, oder? So. Wir müssen aufpassen, wenn er fällt. Er reißt uns in den Tod, der Kollege.
Irgendwas macht er jetzt. Oder? Shit. Oh, jetzt. Oder? Jawohl, wir haben es geschafft. Geil. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ah. Glockenmann. Glockenturm. Wir nehmen mal unser Pferd. Dann kommen wir nämlich hier hoch. Na, komm schon. Jo, genau. Okay. So, dann haben wir keine Mühe. Ich glaube, irgendwo gibt es auch einen Weg. Schild. Hier geht's rein. Tatsächlich. Ja. Was haben wir hier? Überreste untersuchen. Über das Echo-Duplizierungsmenü könnt ihr bereits erhaltene Echos duplizieren. Das schließt auch Echos ein, von denen ihr bereits Kraft empfangen habt. Eine Duplizierung kann nur einmal pro Mausoleum ausgeführt werden. Ein Echo. Wir haben kein Echo. What the fuck ist ein Echo? Okay, wir haben immerhin den Typen... Nee. Wir haben den Typen gelegt. Das ist doch das, was wir wollten, oder? Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind hier. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zu entdecken. Hier die Küste. Ich glaube, hier ist noch ein Händler versteckt. Und da oben haben wir noch ein bisschen was. Das könnte ein Siegelgefängnis sein. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die Küste hier voll safe. Und wenn euch das heute gefallen hat, lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.